den Weg, geh den Weg. Lecker, lecker, lecker. Geh den Weg, geh den Weg. Friends der Extravaganz, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und jetzt, geh den Weg, geh den Weg. Ja, Freunde, ich weiß ganz genau, dass dieser Song jetzt über einen Tag schon online ist. Und wenn ich ein Video darüber machen sollte, dann so schnell wie möglich. Aber ich muss dazu sagen, meine Intelligenz war jetzt nicht so, dass ich gesehen habe, was sich genau bei diesem Song abspielt. Zuerst mal sah ich, er ist Platz 1 in den Trends und habe mir angehört. Ich guckte mir die Dislike- und die Like-Verhältnisse an und das spricht für sich. Ich habe nicht verstanden, warum die Leute disliken. Über 50.000, die disliken. Danach ging ich in die Kommentare rein. Und ich muss dazu sagen, auch als ich den Song gehört habe, der kam mir bekannt vor. Als ich in die Kommentare gegangen bin, habe ich dann verstanden, warum eigentlich die Leute disliken. Ich habe nur verstanden, warum die disliken. Aber ich werde nicht Verständnis zeigen. Und ja, Leute, ich weiß ganz genau, jetzt werden einige wieder das Video disliken. Aber bitte guckt euch das Video bis zum Ende an, bevor ihr gleich sagt, alter Maul, alter Bab, guckt euch bitte zuerst mal das Video an. Zuerst mal, meine lieben Freunde, die Kommentare schreiben, dass Loredana den Song geklaut hat von Beyoncé. Der eigentliche Song heißt von Beyoncé Say My Name. Say My Name, Say My Name. Loredana hat sozusagen den Song geklaut, indem sie gesagt hat, geh den Weg, geh den Weg. Zuerst mal, meine lieben Freunde, alle gehen auf Loredana los. Alle. Ich habe noch keinen einzigen Kommentar gesehen, wo jemand über Summer Jam oder Casey Rebel schreibt. Alle nur auf Loredana. Und ich möchte euch etwas sagen. Zuerst mal, das Musikvideo ist nicht mal auf Loredanas Kanal hochgeladen worden. Das ist Nummer 1. Zweitens, in diesem Song ist nicht nur sie alleine, sondern alle singen diesen Song. Ich verstehe nicht, warum man nur auf eine genau gezielte Person losgeht. Zweitens, meine lieben Freunde, wenn wir jetzt alle darauf achten, ey, der Song ist geklaut, der Song ist geklaut. Jeder lässt sich inspirieren. Katja Krasavice, die bekannte, hat doch auch einmal Barbie Girl in, hat er auch geklaut. Hat doch auch geklaut. Aber die Leute, cool Mann, cool, weil sie anschauen möchten. Ihnen ist egal, ob sie klaut oder nicht. Hauptsache, ich sehe sie. Loredana hat einen Hype des Todes. Sie ist erfolgreich wie kein anderer. Egal, mit welchem Rapper sie Future macht, das Video geht viral. Deshalb gibt es einfach diese Nichtsgönner. Wenn Loredana, egal welchen Song, droppt, ob sie jetzt klaut oder nicht, es werden immer Leute disliken, weil sie einfach nicht diesen Hype haben wollen von Loredana. Sie können das nicht akzeptieren. Loredana, Loredana. Weil dieser Song jetzt, wie das 10 Jahre alte Beyoncé Say My Name ist, gehen die Leute Vollgas auf sie los. Sie haben, ja, den Refrain wie von Beyoncé, das stimmt. Aber sie haben es nach 10 Jahren einfach ein bisschen anders gemacht. Nach ihrer Art und Weise. Und gönnt ihnen doch die Arbeit. Was ist deren Problem? Also ich muss ehrlich zugeben, ich feiere das Lied. Ich sag's vor der Kamera, ich feiere das Lied. Und sie machen ja diese Songs für uns. Warum sollten wir immer ständig Kritik machen? Kritik, was ist das? Seid mir nicht böse, Leute. Die meisten Rapper inspirieren sich von Tupac und hauen auch ständige Lines von Tupac raus. Sollte man auch wieder schreiben, ey Mann, du klaust. Summer Jam, Casey Rebel, der Produzent, sowie Loredana haben sich inspirieren lassen von Beyoncé, Say My Name. Die haben gesagt, der Song ist geil, der ist vintage, der ist old man. Wir machen einfach denselben nochmal, aber neu. Und das ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Das passiert schon etliche Male. Nur genau, weil es Loredana ist, gehen alle auf sie los. Leute, zeigt mal Liebe. Ich finde, diese 80.000 Menschen, die das Video geliked haben, in deren Arbeit gegönnt haben, ihr seid wahre Ehrenmänner. Lasst uns doch nicht ständig die ganze kritisieren. Diese Menschen werden genug kritisiert. Gönnt doch diese Menschen ihre Arbeit, gönnt ihren Erfolg. Und das war's von mir, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß ganz genau, das Video kommt zu spät. Eigentlich hätte ich das Video gestern schon hochladen sollen. Das war's von mir, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir sind knapp bei den 5000 Abonnenten, Leute. Ballert das Abo hoch. Glocke aktivieren, Leute. Ihr wisst ganz genau Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Peace out.